In dem heutigen Video wollen wir über die richtige Handhabung von Koaxialkabel reden. Es geht hierbei um, wie man das richtig an- und abschraubt. Koaxkabel haben einen Schraubverschluss und nur dieser sollte gedreht werden, indem man ihn auf das Gegenstück aufsteckt und handfest anzieht. Nun nimmt man ein Werkzeug, um das Gegenstück zu halten, damit es sich nicht verdreht, und einen Drehmomentenschlüssel, um die Mutter am Kabel anzuziehen, bis sie auslöst und nicht weiter, wie hier zu sehen ist. Wir empfehlen hierbei einen Drehmomentenschlüssel, der abknickt. Damit ist die Gefahr äußerst gering, dass man überzieht. Beim Abdrehen sollte man auch den Drehmomentenschlüssel nehmen und die Mutter lösen. So hat man nicht die Gefahr, dass man aus Versehen in die verkehrte Richtung dreht und es stärker anzieht. Auch hierbei wieder das Gegenstück halten, damit es sich nicht verdreht. Die Investition in einen Drehmomentenschlüssel ist sehr zu empfehlen, da sie dafür sorgt, dass Sie lange Ihr Kabel verwenden können, ohne es dabei zu beschädigen.